Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem schönen Video. Eine gute Nachricht, der Bentley hat's nach Hause geschafft, auch in die Halle. Nicht nur nach Hamburg, wie ihr bei Bobek gesehen habt im letzten Video. Allerdings habt ihr wahrscheinlich auch gesehen bzw. gehört, dass ich ein paar Geräusche entwickelt habe. Bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, Phil, als motorenaffiner Mensch. Ja. Aber ich habe hier nochmal das Endoskop da reingehalten, weil wir die ganze Zeit gedacht hatten. Ja, den auch ein bisschen noch abwägen. Habe ich reingeguckt, erspare ich euch jetzt. Hier ist nichts drin. Wir dachten ja, dass der irgendwas angesogen hat, dass der Ladeluftkühler hier unten sich aufgelöst hat, weil es war halt insofern drehzahlabhängig, dass wenn man ein bisschen erhöhte Drehzahl gegeben hat, also die Luftsäule sich verändert hat, dass dann das Geräusch weg war. Habe ich so ein bisschen, ihr kennt ja diesen Trick, wenn man mit einem Schraubendreher irgendwo rangeht, mit dem Ohr, wo es dann lauter wird, wo es dann leiser wird. Und es wird leider sehr laut, wenn man hier an der Zylinderkopfhaube den Schraubendreher anlegt. Phil, wir müssen einmal nur ganz kurz starten, du wirst es hören. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, öldruckabhängig. Das heißt, es geht in die Motorinnereien, fürchte ich mal. Wir haben immer, Öl haben wir gecheckt immer. Ist okay. Und auch jetzt ist Ölstand völlig korrekt, alles gut. Vielleicht erinnert ihr euch, der Motor hatte immer so ein mahlendes Geräusch irgendwie. Wusste niemand so richtig, was es ist. Ich dachte immer, das ist ein Lager von einer Lichtmaschine oder so. Oder eine Umlenkrolle, keine Ahnung. Aber vielleicht war es auch was anderes. Oh! Alter! Hast du gehört? Ja. Also erstmal war nichts. Er läuft ja auch gut. Aber das ist ja so heftig. Ich finde, es kommt hier raus. Die Steuerkette ist aber hinten, ja? Ist hinten, ja. Alter. Wie heftig ist das? Das kann aber auch von ganz unten kommen, finde ich, wenn du hier drehst. Alter. Also entweder ist es was im Kopf oder Hauptlager. Hauptlager? Ja, Hauptlager ist glaube ich nicht drehzahlabhängig. Alter. Oh mein Gott. Scheiße, ich glaube, da ist ein bisschen mehr im Argen. So sollte sich das so gar nicht anhören. Also ich würde gerne mal den Ölfilter sehen, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht ist ja auch nur irgendwas im Kopf abgefallen oder so, aber das warum, ist zu... Warum ist es so öldruckabhängig? Das frage ich mich. Warum fängt es nicht? Für mich ist es so, ein Lager ist ja erstmal öldrucklos, hat es am meisten Spiel. Ganz laienhaft gesagt. Warum startet er, läuft für 3 Sekunden gut und dann plötzlich fängt es an? Öldruck. Ja, öldruckabhängig, aber dann wird ja eher das Lagerspiel kleiner. Wenn es jetzt Hauptlager oder so pleuel ist, ist es ja auf jeden Fall nicht. Mhm. Es hört sich auch so ein bisschen an, als wäre irgendwas so ein bisschen lose und würde da so ein bisschen so rumeiern. Ja. Aber es ist irgendwie zu reproduzierbar, weil es ist immer da. Ja. Außer du gibst Gas. Und dann wird noch mehr Öldruck. Richtig. Aber Öldruck los beim Starten, das ist erstmal weg. Mhm. Ich finde, es kommt so ein bisschen aus dem Kopf. Ja, ich weiß auch gar nicht, inwiefern ich euch noch damit nerven soll mit dem Ding. Es ist ja wirklich ein Fass ohne Boden. Den Grund will ich schon irgendwie erfahren. Ja. Das ich denke, interessiert auch, viele. Ja. So gut durchgehalten. Das er hat echt gut traurig. Durchgehalten. Das war auf den letzten paar hundert Kilometern. Ja. Aber es kommt, finde ich, schon sehr von dieser Seite so. Ja. Also da drüben ist nichts. Haube abnehmen und da mal runter gucken. Ja. So, jetzt spät am Tag wird es auch mal Zeit loszulegen hier. Der Bentley, der hat es auf die Bühne geschafft. Eben war das Öl noch mal richtig kalt. Da hat es dann noch mal länger gedauert, bis das Rasseln anfing. Oder, Phil? Wo rasselt die Kiste, hä? Ja, das ist jetzt die große Frage. Wenn es euch gefällt, wie immer ganz gerne ein Like da lassen. Schaut bei Phil vorbei. Und wer den Abo... Button noch nicht gedrückt hat, ne? Dem kann ich das wärmstens empfehlen. Ja, aus dem Roadtrip zurückgekommen, warten natürlich die Aufgaben. Zum einen muss der einmal TÜV bekommen. Ist schon ein bisschen surreal, ne? Dass so ein Auto hier so in der Halle steht. In dieser toll renovierten, schönen Halle.
steht einfach so ein R8. Das ist immer noch crazy. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich darüber mache. Eigentlich ist er, also toi toi toi, ne? Drückt die Daumen, in tollem Zustand. Da muss TÜV gemacht werden und dann habe ich natürlich wieder so ein paar Visionen in meinem kleinen Kopf, was da gemacht werden muss. Der CL muss noch fertiggestellt werden, Stoßstangen ran, viele Kleinigkeiten. Dann muss der Innenraum auch noch mal ein bisschen schicker gemacht werden, da hatte ich ja schon mal einen Himmel gekauft. Ja, also Sachen, CLS übrigens noch nicht verkauft, steht jetzt hier, wird ab und zu vielleicht mal bewegt. Wer Interesse dran hat, der soll mir gerne auf die Kleinanzeige in dem Video, wo ich gesagt habe, dass ich den verkaufe, der soll einmal schreiben. So, Bentley. Einmal Saugrohr ab, Luftfilter, die Verrohrung hier und natürlich der Ventildeckel. Ich hoffe, man kommt hier an alle Schrauben ran. Der Moment der Wahrheit, vielleicht, das habe ich euch jetzt vorenthalten, in den Ansaugkanälen ist nichts. Hm. Na, haben wir eben geguckt, da war nichts. Der Ventildeckel ist schon lose. Und jetzt müssen wir eigentlich nur... Weißt du, an was mich das erinnert, Phil? An was? An den Ventildeckel von Maserati. Ach, ja, das weißt war witzig. Noch? Also für uns, nicht für dich. Das war so Fingergebreche. Aha! Habt ihr es gefunden? Seht ihr es? Nee, ich sehe es auch nicht. Als ob hier so eine Nockenwelle gebrochen ist. Nee. Sieht alles normal aus erstmal, ne? Ich sehe jetzt auch keine gebrochene Gleitschiene oder so. Das Geräusch ist halt sehr mysteriös. Wenn ihr das jetzt vielleicht irgendwie mit irgendeinem anderen Geräusch verbinden könnt oder wisst, was es ist, dann schreibt es natürlich gerne rein. Es ist ja auch kein Hydrostößel oder so, weißt du? Ja. Sieht schon wild aus, ne? Ja, erinnert mich an was. An was denn? Ja, an so einen VR6? Ja, vielleicht. Guck mal, Steuerkette auch richtig auf Spannung. Der ist gar nichts. Das ist doch genau, der hat insgesamt drei, ne? Ja. Der hat zwei, also eine für die Bank, eine für die Bank und eine für eine, die das auf diese Umlenkrolle da. Hm, ähnlich eigentlich. Da so. Ähnlich, fast ähnlich zu den M100, M273ern, 72ern. Mhm. So ähnlich ist das aufgebaut. Sind das diese Rollen, die immer fressen? Genau. Ach, schön, die Bronze machen denn. Ja, ja. Achso, die meinst du jetzt beim, ja. 100, beim AMG, 156er. Ja. Ja, die fressen ja nicht immer. Das war jetzt ein Beispiel bei Motorenzimmer. Das ist jetzt nicht die Regel. Ja, wir können gleich mal mit dem Endoskop vielleicht nochmal rein. Also auch die Nockenwellen, das sieht alles in Ordnung aus, ne? Ja. Da ist nichts. Der Motor sieht jetzt auch nicht besonders dreckig aus, muss ich sagen. Der sieht ganz gut aus. Ja. Hier hat er so ein bisschen Ölkohle hier vorne, ne? Da sieht ihr das. Eine Schraube hier vom Ventildeckel musste ich ausbauen, das ist diese hier. Mhm. Vielleicht kriege ich die mit der Zange noch raus. Aber da war vom Vorbesitzer, wer auch immer das war, der T30 sowas von ausgedödelt. Da war Hopfen und Malz verloren, nicht? So, hier seht ihr das Umlenkrad, seht ihr das? Das ist das Umlenkrad. Da haben wir da auf der oberen Seite für die andere Kette, also für die andere Seite. Und da ist die Kette, die nach unten geht. Hier, die jetzt hier vorne, ne? Mhm. Also logisch wäre vielleicht auch ein gebrochener eine Gleitschiene. Hier ist das Rad von der Kurbelwelle. Mhm. Sieht auch nicht schlimm aus. Die Gleitschiene, da ist auf jeden Fall vorhanden. Die ist vorhanden. Da ist der Kettenspanner für die unterste Kette. Ob die Gleitschienen jetzt eingelaufen sind, kann man jetzt nicht sagen, weil wir da einen schlechten Winkel haben. Da sieht man so ein bisschen Abnutzung auf der Kette, ne? Ja. Aber sonst... Sieht noch gut aus. Danke, Rowe. Ja. Ich habe auch schon die Kommentare unter Bobergs Video durchforstet, da war das ja auch zu hören, aber da war jetzt nichts. Da stand teilweise Drallklappen.
Also wie beim Diesel, weißt du, die fallen ja auch manchmal ab, weil wir da so in die ins Ansaugrohr reingeguckt haben. Aber das ist sehr unrealistisch, wenn man keine Dreiklappen hat. Ja, gut. Und du hast ja schon mehrfach jetzt reingeguckt in die Ansaugbrücke, ne? Ja. Da, ne? Mhm. Als ob da sowas gerieben hat. Das ist jetzt leider von der Belichtung schlecht, aber so seht ihr das. Als ob da mal einer mit der Feile gerieben hat. Und hier ist eine Gleitschiene. Die intakt ist. Die intakt ist, aber... Oder wird das bei den Engländern so im Werk produziert mit einer Feile? Ach so, dreht da die Kurbelwelle? Nee. Warum ist das da ausgefallen? Nee, wir sind ziemlich weit oben. Aber es kann eigentlich nicht sein. Guck mal, wie weit weg die ist. Ja, das ist... Oder? Was ist hier los? Da ist ein bisschen Sille dran, oder was? Eine Gleitschiene? Ja. Ja, ne? Das ist so eine... Ich hatte jetzt gehofft, dass wir jetzt hier irgendwas sehen. Ja. Keine Ahnung. Einfach so ein Schlepphebel, der runtergefallen ist und sich irgendwo... Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite ran. Öl ablassen, Ölfilter angucken und durch die Ölwanne. Ölfilter ist raus. Ihr seht, hier tropft es noch ein bisschen. Jetzt gehen wir mal zum Ölfilter. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Woran könnten wir jetzt erkennen, dass es sich um einen... Ja, Motorschaden ist ja immer so ein weitläufiger Begriff. In dem Fall wäre halt irgendein Lagerschaden, ob das jetzt Nockenwelle ist, ob das jetzt Kurbelwelle, glaube ich eher nicht so. Pleuel auch nicht. Es kann natürlich sowas sein wie die Anlaufscheiben der Kurbelwelle, die axiale Bewegung in der Kurbelwelle so ein bisschen, die das Spiel einstellen, doof gesagt. Aber, also, wir gucken jetzt erstmal jetzt hier ganz grob, ich hoffe es geht mit dem Licht, ganz grob den Filter an und ich sehe da jetzt schon mal nichts glitzern. Das ist schon mal gut. Ja, also die Geräuschkulisse, die ihr am Anfang des Videos gehört habt, wenn das ein Lager wäre, dann müssten da schon richtig dicke Partikel sein. Und hier habe ich sozusagen, wie beim Kaffee, den Kaffeesatz für uns jetzt aufgehoben, um den mal zu analysieren. Das ist quasi das, der Filter sitzt ja in so einem kleinen Winkel drin, das ist ganz gut bei dem Motor. Das heißt, über die Laufzeit, Standzeit sammelt sich hier an dem untersten Punkt natürlich immer, da sammeln sich die meisten Partikel. Und den kippen wir jetzt mal hier so ein bisschen aus. Und jetzt machen wir hier Goldgräberstimmung, ob hier irgendwas glitzert, hier im Kaffee. Ich sehe das, so ein bisschen zitter ich sogar. Weil wenn der Motor jetzt wieder raus muss, wenn ich das jetzt so schwenke, so richtig große Partikel, auf die sind wir ja jetzt scharf, sehen wir hier am Boden der Schale nicht. Ich quasi immer so ein bisschen so mache, dann so. Ja, ich sehe so ein bisschen leichten Schimmer, aber das ist schon mal kein Motorschaden, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu auch ganz gerne mal reinschreiben. Ich werde das Ganze nochmal durch ein Sieb kippen, gucken, ob man da irgendwas findet. Wenn ja, dann würde ich dazu noch irgendwas erwähnen. Aber ich denke nicht, dass es vom Motor kommt. Auch nochmal jetzt der Blick in den Ölfilter. Na? Da ist nichts. Vor allen Dingen würde ein Lagerschaden halt auch, damit argumentiere ich halt auch immer gegen den Lagerschaden und rede mir das auch so ein bisschen schön. Also ich denke mal, es ist auch keiner, aber als ich jetzt den Ölfilter noch nicht gesehen habe, und zwar ist es halt nicht im Takt. Egal, ob ihr einen Kurbelwellenlagerschaden oder einen Pleuellagerschaden. Pleuellagerschaden ist natürlich klar, das ist wirklich je nach Verbrennungsdruck, je nach Drehzahl hört man das. Als nächstes würde ich einfach mal den Filter jetzt einfach wieder reinschrauben, den mache ich dann irgendwann wieder neu. Den Ventildeckel wieder rauf. Und einfach mal den Riemen abnehmen und gucken, ob da irgendwas... Aber es klingt halt so metallisch. Gott, ich kann hier jetzt stundenlang philosophieren, aber es klingt einfach so metallisch. Ich glaube nicht, dass es Riementrieb ist, aber man muss ja testen. Man muss ja irgendwie die Wahrscheinlichkeiten hier aussieben. So, was geht ab an diesem späten Abend? Ihr seht, ein gelber Kabelbinder. Was macht der denn? Schönes hier. Was hat der für eine Aufgabe? Und zwar den Riemen einmal hochhalten. Ich habe den hier unten mal, ihr seht das, von der Riemenscheibe einmal abgenommen. Das heißt, sämtliche Nebenaggregate werden nicht mehr angetrieben. Wenn es jetzt irgendwas, also ich hätte es mir eigentlich nicht vorstellen können, aber wenn es jetzt irgendwas mit dem Riemen ist, irgendwelche Aggregate, irgendwelche Lager oder so, müsste es jetzt weg sein.
Und das werden wir jetzt testen. Wenn immer noch so ist, dann haben wir ein Problem. Und dann bin ich echt ratlos, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich, als die Ansaugbrücke ab war, nochmal in die Zylinder reingehen. Das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verplant. So. Ich hoffe, ich habe da auch alles richtig verbunden, aber ich denke mal schon. Ah. Ich glaube, es ist weg, Leute. Alter, der schnurrt wie ein Kätzchen. Heftig. Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, war die Arbeit jetzt umsonst hier mit dem Ventildeckel und so? War auch nicht mal eben, aber crazy. Gut, ich mache ihn schnell wieder aus. Ja, Leute, was kann das sein? Ich bin gerade echt erleichtert, muss ich sagen, dass es nichts Motorinternes ist, aber was kann das sein? Vielleicht ist echt nicht der Schlauch undicht gewesen, sondern die Wasserpumpe, überlege ich gerade. Ich habe die noch... Die hat ein bisschen Spiel, ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber ein bisschen Spiel hat die. Okay, ist ja auch egal. Entwarnung, wir haben doch keinen Motorschaden, ey. Alter, ich dachte im ersten Moment, als dieses Geräusch aufgetreten ist an der Tanke, ich dachte echt, das ist Riementrieb. Und dann bin ich rausgegangen und das hat ja halt so, ihr habt das ja in Bobecks Video gehört oder auch am Anfang von dem Video, das hat hier so geklötert drin. Also wirklich hier in diesem Bereich. Also irgendwas überträgt halt dieses Geklöter, diese Schwingung. Vielleicht ist es das Lager hier von der Wasserpumpe. Dann werde ich mal das defekte Lager im Riementrieb suchen. Doch mal ein positiver Ausgang im Video. Die frohe Nachricht übermittle ich natürlich Bobeck auch gleich mal. Haha, das Video ist noch nicht vorbei. Dachtet ihr, ne? Wenn ich mich verabschiede, dass es vorbei ist. Ich habe das Auto eben nochmal gestartet, habe mich gefreut. Da bin ich kurz auf die Suche gegangen, weil, ja, deutscher Schäfer und ich lasse ja nicht locker. So, und was haben wir denn hier? Na, auf der Riemenscheibe. Och, Leute, Kamera, komm. Die Riemenscheibe da. Wenn ich da jetzt anfasse, es ist die Lichtmaschine, by the way. So. Das hintere Lager ist komplett kaputt. Heftig. Lager von der Lichtmaschine oder so, oder eine Umlenkrolle, keine Ahnung. Und diese Schleifgeräusche, die er aber schon immer gemacht hat, dieses Malen oder so, das war dieses Lager. Es war einfach das Lager von der Lichtmaschine und dann hat es sich irgendwann richtig verabschiedet. So, und das erklärt jetzt natürlich auch, warum das Ganze erst nach ein paar Sekunden nach dem Start aufgetreten ist. Weil dann natürlich erst der Laderegler merkt, dass die Batterie geladen werden muss von der Lichtmaschine. Und die hat dann halt Leistung abgegeben und hat dementsprechend Motor, Drehmoment aufgenommen. Und erst dann kam dieses Geräusch, weil sie dann halt, ja, in Anspruch genommen wurde. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist Öldruck, weil es halt beim Starten nicht war und dann nach 3-4 Sekunden. Manchmal kannst du es dir echt nicht ausdenken. Okay, gut, das war's, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Einen schönen Start in die nächste Woche. Euer Eiko. Ciao, ciao.